wie wichtig diese Frage, die von Hope angeschnitten worden ist, der Flugsicherung schon war. Also die Briefe und die Eingaben und die Vorschläge, die Ulbricht gemacht hat, dass nun die sowjetischen Offiziere aus der Flugsicherung zurückgezogen werden in Berlin und dafür die DDR das übernimmt, die sind kaum zählbar. Also das war der neuralgische Punkt und das muss ich nicht weiter erklären, denn wie verließen diese Flüchtlinge der DDR West-Berlin auf dem Luftweg? Die DDR hatte Planungen vorbereitet, in dem Konfliktfalle die Flughäfen West-Berlins sozusagen blind zu machen. Diese ganzen Planungen hat Chruschtschow sofort gekippt. Also die Luftwege waren das sensibelste der Transitwege. Mereschko beschreibt dann, wie die DDR-Minister, es sind drei, vor allen Dingen Hoffmann, Verteidigung, Maron, Inneres und der unvermeidliche Mielke, wie die dann den Sowjets zuarbeiten. Der Plan ist ungefähr in einer Woche fertig. Er trägt, wie Mereschko sagt, zwei Unterschriften. Das eine ist die von Chruschtschow und die andere von Ulbricht. Und er merkt natürlich an, dass die von Chruschtschow die wichtigere war. Chruschtschow zeichnet diesen Plan am 8. August ab, nachdem er am 1. August mit Ulbricht noch Details und Einzelheiten der Grenzschließung besprochen hat in Moskau, am 3. bis 5. Tag der Warschauer Pakt, und gibt die Erklärung ab, die im ZK der KPdSU geschrieben wurde, dass eine äußere Bedrohung es notwendig macht, die DDR aufzufordern, die Grenze zu schließen. Auch diese propagandistische Ebene ist Gegenstand der Gespräche zwischen Chruschtschow und Ulbricht. Am 10. kommt es zur Befehlsausgabe in Wünsdorf durch den neuen Oberkommandierenden der sowjetischen Armee, nämlich Marschall Iwan Konjew. Er war derjenige, der hier über Dahlem, Potsdam-Dahlem 45 in Berlin einrückte. Und der gibt den drei DDR-Ministern den Befehl der Grenzschließung am 13. August 00:00. Für mich ist die militärische Seite die Seite, die nochmal klar macht, dass die Sowjetunion in diesem Konflikt, denn die Grenzschließung selber hat natürlich die Organe der DDR gemacht, das ist ja unstrittig, aber es durfte nichts passieren, was zum Konflikt mit den Westmächten in West-Berlin führt. Und was Kennedy angeht, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich halte nichts von Verschwörungstheorien, ich bin da vorsichtig, es gab damals noch kein rotes Telefon, die Kommunikation lief über die Botschaften in Washington und Moskau, so viel wir wissen. Aber Kennedy hat in seiner Ansprache an die Nation am 25. Juli doch ziemlich klar gemacht, dass es nur noch um West-Berlin geht für die Amerikaner. Und Hans-Peter Schwarz, einer der großen der Biografen von Adenauer, schreibt in seiner Adenauer-Biografie sehr deutlich, dass diese Differenzierung zwischen Berlin und West-Berlin weder in Bonn noch im Berliner Senat so richtig gelesen und realisiert wurde. Sie haben es erst kapiert, als am 13. August die Westmächte das sehr cool und gelassen hinnahmen, was da passierte, und nicht wie die Berliner erwarteten, mit ihren Panzern den Stacheldraht wegräumten. Und als dann der Satz von Kennedy kolportiert wurde, lieber eine Mauer als ein Krieg. Vielen Dank, Herr Wilke. Wir haben jetzt noch mal ganz minutiös nachempfunden, wie es überhaupt zu dem Mauerbau gekommen ist. Wir haben viel über seine Vorgeschichte geredet. Sie finden einige dieser Dokumente, die jetzt in dieser Diskussion erwähnt worden sind, drüben in der Ausstellung. Zum Beispiel hängt bei uns eine Reproduktion dieser Planungskarte, die sozusagen auf Befehl der sowjetischen Armee durch die NVA für den Bau der Mauer erarbeitet wurde. Die finden Sie in der Sonderausstellung. Sie finden auch ein berühmtes Dokument, nämlich die Schlagzeile der Bild-Zeitung vom, ich glaube, 16. August 1961 mit den großen, dicken Lettern: Der Westen tut nichts. Das ist die Empfindung
mehrheitlich, denke ich, der Westberliner damals gewesen, diese Bereitschaft des Westens, sich sozusagen implizit zurückzuziehen auf den Westteil der Stadt und zu sagen, bis dahin geht unser Einflussbereich, unser Territorium, bis dahin stehen wir dafür ein, aber nicht jenseits von Checkpoint Charlie, wenn man so will, denn das war ja der Grenzübergang, der internationale Grenzübergang innerhalb der Stadt. Ich glaube, dass wir es an diesem Punkt gut stehen lassen können. Ich würde Sie beide abschließend nochmal um ein, zwei Sätze bitten. Was ist aus Ihrer Sicht auf der Ebene der Supermächte und auf der Ebene der innerdeutschen Politik? Was sind die entscheidenden Konsequenzen, wirklich nur so schlaglichtartig, die die zweite Berlin-Krise zur Folge hat? Wo würden Sie da die Bedeutung der zweiten Berlin-Krise einordnen? Es war eine von den Gründen, die seine Kollegin ihn in 3 Jahre später, in 1964, entmachtet haben. Sie dachte, er war zu kriegsbereit, zu bedrohend in dieser Krise und dass die Mauer eigentlich ein Verlust war. Er hat so viel geschrien und gemacht und dann nur diese Mauer. Und sie war sehr kritisch gegenüber ihm. Und noch mehr nach den Kuba-Krise in 1962. Für Ulbricht, er bekam, was er wollte, endlich diese Grenzschließung, aber damit war es die Ende von seinem besonderen Einfluss auf Khrushchev, weil in dieser Krise war von Khrushchevs Sicht, war Ulbricht so einseitig und so aggressiv, dass nachher Khrushchev wollte ihm nicht mehr Macht geben, zum Beispiel mit einem separaten Friedensvertrag und die Übergabe, die Kontrolle über die Verbindungswege. So für Ulbricht, es war ein Sieg und auch ein Verlust. Und für die Supermächte und Ost-West-Beziehungen, sowjetisch-amerikanische Beziehungen, sie waren wieder am Verhandlungstisch und in New York mit den Außenministers und haben ein bisschen weiter, es dauerte natürlich bis 1971, bis sie irgendeinen Vertrag über Berlin gemacht haben. Aber das 4-Mächte-Abkommen. Ja, So. Ja, vielen Dank. Herr Wilke, wenn Sie noch mal zusammenfassend so eine Art Schlussstatement abgeben würden. In der deutschen Teilungsgeschichte markiert die Mauer eine Zäsur. Wie Egon Bahr vorgestern in der Frankfurter Allgemeinen am Sonnabend geschrieben hat, bis zum Mauerfall die wichtigste Zäsur der deutschen Nachkriegsgeschichte. Eine ganze Generation in Deutschland musste lernen, dass ihre Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung Deutschlands durch 4-Mächte-Konferenzen eine Illusion ist und nicht stattfinden wird. Das heißt, die Teilung wurde für eine unabsehbare Zeit ein Fakt, wie Ulbricht sagen würde. Und damit war die westdeutsche Politik, Deutschland- und Berlin-Politik in einer völlig neuen Situation. Und wenn Willy Brandt behauptet, dass die Erfahrung mit den Westmächten nicht zuletzt der Anstoß war für die neue Ostpolitik, die er dann ab 1969 ins Werk setzte, so kann man dem nur zustimmen. Denn was hat die Mauer in Europa bewirkt? Sie hat in Deutschland die Einflusssphären der beiden Weltmächte nochmal geradezu symbolisch, nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich
gemauert und zementiert. Und die Deutschen, die nach dem 61er Jahr geboren wurden, lebten im Schatten der Mauer. Und für sie wurde Deutschland immer mehr ein historischer oder ein literarischer Begriff, aber keine gelebte Realität. Sie waren entweder Westdeutsche oder DDR-Bürger, Staatsbürger, bitteschön. Denn DDR-Bürger kann man gewöhnlich nicht ausbürgern, das konnte aber die DDR. Und mit ihren Menschen. Und diese Lage machte es dann auch international möglich, denn das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin, über die Transitwege nach West-Berlin, war ja Teil dieser neuen Ostpolitik und eingebettet in die vier Verträge der Bundesrepublik mit der Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei und schließlich der Anerkennung der DDR, die dann 72 erfolgte. Mit anderen Worten, die Mauer hat den Status quo stabilisiert. Das war übrigens das Ziel, dass die Westmächte gegenüber der Sowjetunion immer vertreten haben. Ihr wollt den Status quo ändern, nicht wir. Und das ist für mich die Bedeutung dieses Datums in unserer Geschichte. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich jetzt erstmal bei Ihnen, Frau Hausen, bei Ihnen, Herrn Wilke, für diese sehr engagierte und ich finde auch in einem guten Maße eben kontroverse Diskussion bedanken. Ich glaube, das beste Bild kann man sich machen, wenn man beide Bücher liest, Ihres und Ihres. Und ich denke, man kann sich gut darauf einigen, dass es Bücher sind, die aus vergleichbaren Quellen schöpfen und komplementäre Thesen im Grunde vertreten, die zusammen ein sehr differenziertes Bild dieses sehr spannenden und man kann doch auch sagen tragischen Kapitels Zeitgeschichte darstellen. Ich denke, wir applaudieren erstmal den beiden Diskutanten. Applaus